Ja, vielen Dank, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Ich möchte noch einmal zurück zu dem Datum heute, dem 17. Juni, weil ich glaube, dass dieses Datum und vor allem gestern im Bundestag eine Feierstunde viel über den Moment sagt, an dem wir heute hier politisch diskutieren. Es war für mich eine, ich würde sogar sagen, sehr ergreifende Feierstunde mit vielen Zeitdokumenten und einer sehr starken Rede des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, wo er unter anderem gesagt hat, dass die Gegner von Demokratie, die Populisten, fadenscheinige Lügner sind, wenn sie das Unrechtsregime der DDR mit dem Deutschland heute gleichsetzen. Und während der ganzen Rede von Frank-Walter Steinmeier, ich sitze ja in der Regierungsbank dicht am Rechtsaußenrand, passierte exakt das. Permanent wurde gesagt, wie heute, wenn es um Bespitzelung, Verhaftung und politische Gefangennahme geht. Permanent wurde das getuschelt. Und ich merkte in mir, wie alles hart wurde, wie alles kalt wurde. Und oben auf der Tribüne über der AfD saß der Liedermacher Wolf Biermann. Und während ich diese fast unerträglichen Worte hörte, ging mir eine Liedzeile von Wolf Biermann durch den Kopf, vielleicht kennt ihr sie: Lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Und ich glaube, dass diese kleine Anekdote des gestrigen Tages allgemein beschreibt, was hier eigentlich gerade verhandelt wird und auch, was auf dem Spiel steht, auch für uns, für Bündnis 90, die Grünen. Ja, es ist etwas anders geworden in Deutschland, das gilt allgemein und das gilt speziell auch für uns. Es gibt Druck von allen Seiten auf uns, auf Bündnis 90, die Grünen. Es gibt sehr viel Konfrontation, aber darauf darf nicht folgen, dass wir konfrontativer werden. Lasst euch nicht verhärten. Das ist genau die Warnung. Wir dürfen uns nicht in die Ecke, in die Nische, in die Falle treiben lassen, mit den Mitteln der anderen zurückzuschlagen, wenn der Druck und die Konfrontation so groß wird. Und was sich geändert hat und warum das jetzt erst deutlich wird, kann man relativ klar beschreiben. Wir regieren. Und im letzten Jahr haben wir auch regiert, aber der Krieg in der Ukraine, Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine und die drohende Energie- und Wirtschafts- und Gesellschaftskrise hat das in den Hintergrund drücken lassen. Und jetzt, wo die Krise handhabbar, noch nicht vorbei, aber handhabbar geworden ist, jetzt wird allen deutlich, dass wir regieren. Und das Regieren bedeutet, die Verantwortung für die Veränderung endlich wahrzunehmen. Wir behaupten nicht, wir machen, wir fordern nicht, wir setzen die Dinge um. Und jetzt auf einmal und wenig überraschend stehen wir nicht mehr verdrängt durch den Krieg und die Krisen im Hintergrund, sondern voll im Vordergrund. Jetzt stehen wir auf offener Bühne und die Debatten, die Kritik, aber auch der Zuspruch, alles fokussiert sich auf Bündnis 90 Die Grünen. Und dafür sind wir in die Regierung gegangen. Wir dürfen uns darüber nicht wundern. Wir haben es vorhergesagt. Wir wissen es, dass wenn man regiert, der Wind immer von vorne kommt. Und er wird auch nicht wieder weggehen. Er wird immer weiter von vorne kommen. Und wir müssen damit umgehen. Wir müssen das einpreisen. Wir müssen uns darauf einstellen, dass es so ist. Und die politischen Instrumentarien darauf ausrichten. Wir kreuzen gegen den Wind. Wir fallen manchmal zurück, um dann in kühnen Manövern nach vorne zu stechen. Und manchmal müssen wir auch rudern. Aber wir kommen dadurch voran. Wir verändern Deutschland. Wir verändern damit buchstäblich die Realität in Deutschland und für Europa. Ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn ich sage, noch nie wurde so viel für Klimaschutz getan wie in den letzten 15 Monaten. Noch nie wurden die erneuerbaren Energien mit einer Geschwindigkeit wie jetzt ausgebaut. Noch nie wurden Effizienz und Dekarbonisierung so entschieden vorangebracht. Gestern erst hat Europa
endlich einen großen Beschluss gefasst, auch europaweit die erneuerbaren Energien verstärkt auszubauen. Und dieser Beschluss wäre nicht gefallen, wenn wir nicht Bündnis 90 Die Grünen in der Bundesregierung dafür gearbeitet hätten. Endlich wird dafür gearbeitet, dass Wohlstand nicht nur als gegeben hingenommen wird, sondern erneuert wird. Erneuert klimaneutraler Wohlstand schafft die Zukunft in diesem Land. Wir schaffen, wir haben es gerade von Terry gehört, die Produktion von grünem Stahl. Wir siedeln Batterien und Halbleiter hier an. Wir machen, Franziska, Handelspolitik klimaneutral und nachhaltig. Und Cem ist heute nicht da. Gestern wurde das Tierhaltungskennzeichen beschlossen. 10 Jahre haben wir dafür gearbeitet und jetzt ist es da und es ist beschlossen worden. Wir renaturieren die Flächen. Dank Bündnis 90 Die Grünen, dank Steffi, gibt es natürlich einen Klimaschutz. Wir machen den ÖPNV attraktiv. Wir haben es gerade gehört. Es ist im Kabinett beschlossen worden, eine CO2-Abgabe auf die Lkw-Maut von 200 Euro pro Tonne zu nehmen, um die Bahn zu attraktivieren. Das Deutschlandticket ist da. Der Kulturpass ist da. Das Bürgergeld ist da. Und die Kindergrundsicherung wird auch kommen. Und das Staatsbürgerschafts- und Zuwanderungsrecht wird ebenfalls reformiert. Alles in 15 Monaten. Veränderungen, so viele Veränderungen, sie lösen Fragen aus, Kritik und teilweise Protest. Und wir dürfen darüber nicht überrascht sein. Wir müssen wissen, dass es kommt. Wir müssen ihn immer mitdenken. Und da, wo es nicht stark genug gelingt, ist das Aufgabe für die nächste Phase, für die nächsten Wochen, für die nächsten Monate und die nächsten Jahre. Veränderungen werden beklatscht auf Parteitagen, aber sie sind häufig auch Zumutungen. Und sie treffen auf eine Gesellschaft, die angespannt ist, nervös, porös, verängstigt ob der vielen Krisen und Kriegen. Wir müssen also immer in unsere Politik mit einbeziehen, vom Heizen bis zum Asyl, dass wir in einer Demokratie für Mehrheiten arbeiten müssen. Denn das ist unsere Position und unsere Aufgabe, eine politische Mehrheit jeweils für die nächste Veränderung zu schaffen. Und die Gegner von Veränderung, sie wollen uns genau aus dieser Aufgabe vertreiben, an den Rand drängen, in die Nische. Das ist die Falle, von der ich gesprochen habe, die Verhärtung, die so drohlich ist. Aber im Bundestag sitzen wir in der Mitte. Und wir sitzen nicht aus Versehen dort, weil unsere Themen im Zentrum der gesellschaftlichen Debatte stehen. Da tut es weh. Da ist es heiß in der Küche. Aber sie stehen im Zentrum und aus diesem Zentrum dürfen wir uns nicht vertreiben lassen. Deswegen habt keine Sehnsucht nach einer Minderheitenposition. Habt keine Sehnsucht nach Opposition. Das wäre Versagen vor der historischen Aufgabe, die uns gegeben ist. Es wird keine einfachen Lösungen geben. Es wird auch nie mehr einfach werden. Der Wind wird immer von vorne wehen. Aber wenn wir streitbar und solidarisch zusammenstehen, dann werden wir diesen Weg gemeinsam besegeln. Lasst mich zurück zu Wolf Biermann kommen und darum bitte ich euch noch, das Lied, das ich gerade zitiert habe, geht weiter und die Textzeilen lauten: Lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit. Lass dich nicht erschrecken in dieser Schreckenszeit. Lass dich nicht verbrauchen. Gebrauche deine Zeit. Das Lied heißt Ermutigung. Verhärten wir nicht. Danke.